Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir etwas eher Kleineres und zwar aus dem Land Frankreich. Das ist eine sogenannte Daumenfessel und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zum Grunddesign haben wir hier quasi wie ein abgerundetes M, was wir sehen können mit diesem Mittelsteg. Hier ist das Ganze entsprechend rund. Auf der anderen Seite auch, in der Mitte natürlich auch, aber etwas dicker als an den Seiten. Und hier haben wir ein Gewinde, welches von oben nach unten läuft. Das Ganze ist hier unten geschlossen mit einer Platte. Und die Platte ist hier ja, angeschweißt und fest verbunden, dass man sie auch nicht abnehmen kann. Und hier oben am Kopf haben wir noch einen aufgeschweißten Ring. Das Ganze sieht auch alles sehr geschmiedet aus, also schön gemacht. Und wir haben natürlich sogar auch noch eine Beschriftung, die sehe ich jetzt erst, 268. Ob das jetzt 1968 ist oder einfach eine Zahl oder eine Größe oder 1868, das kann ich nicht genau sagen. Ich würde es wahrscheinlich, wenn dann eher auf 1868 tippen, aber ob das wirklich passt, müsste man recherchieren, also da habe ich jetzt keinen Beleg. Aber die 268 haben wir hier. Ja, weiterhin haben wir hier zwei bewegliche Teile, nämlich einmal diese relativ breite Flügelmutter, die sich hier dreht und hier natürlich dann auch mit zwei Löchern an den Seiten daherkommt. Und hier haben wir quasi ein schiebbares Metallteil, welches sich natürlich jetzt auch durch die Schraube hier öffnen oder schließen lässt. So, und wenn man das Ganze ganz nach oben schraubt, so weit wie es geht, das wäre diese Einstellung, dann ja, passen da schon keine Finger mehr durch oder die Finger, die drin sind, kommen nicht mehr raus. Wir messen das Ganze jetzt einfach mal spaßeshalber. Wir haben hier den Innendurchmesser von 1,35 cm mal circa. Habe ich einen Kratzer in die Patina gemacht, mal 1,8 cm. Und wir können das Ganze natürlich hier auch entsprechend aufweiten, also wieder zurückdrehen. Das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Und dann haben wir natürlich auch eine Maximalgröße, wo man dann die Finger oder die Daumen hindurchstecken kann. Und dort haben wir dann circa 2 cm mal, legen wir es einfach hin, das ist glaube ich einfacher, mal 3,7 cm. Genau, also relativ klein. Und hier kann man natürlich jetzt die Daumen durchstecken, irgendeiner dreht dann unten fest. Und natürlich kann man dann auch im Anschluss hier das Ganze mit einem Vorhängeschloss oder sogar zwei Vorhängeschlössern sichern. Und es gab sogar auch eine Bauchkette dafür. Das habe ich bei einem anderen Exponat sogar dabei. Dann wird das Ganze hier am Bauch befestigt. Genau. Ja, schönes Teil. Und da kommen wir dann auch schon... Steht auch ein bisschen... Na doch, steht gerade. Kommen wir dann auch schon zum Gewicht dieser Fessel. Na, wenn man so zieht, dass der Stromstecker sich rauszieht, geht es natürlich auch nicht. Und dort haben wir 142 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.